Jo Leute, und willkommen hier auf meinem zweiten Kanal InKev. Schön, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt. Und zwar bin ich jetzt gerade im Urlaub, ja, in Österreich. Nee, was laber ich, in Österreich, in Italien, in Südtirol. Und wir lassen es uns gerade gut gehen. Wir können ja auch einfach schön den Blick auf die Berge genießen. Ich werde euch das weiterhin zeigen auf Instagram. Deswegen folgt mir da gerne. Das wäre sehr, sehr fresh. Dann seid auch ihr erfolgreiche Denker. Aber wir haben jetzt ein neues Thema. Und ich dachte mir, erst mache ich noch ein richtiges Video auf meinem Hauptkanal. Aber dann dachte ich mir so, nee, mache ich nicht, weil ja, ich bin im Urlaub und ich will meinen Urlaub genießen. Und da habe ich jetzt eigentlich keine Lust, permanent noch irgendwas für meinen Hauptkanal zu machen, weil ich habe da ohnehin schon 4 Videos vorproduziert und es war schon viel Stress. Da muss ich mir das jetzt nicht noch im Urlaub antun. Aber so ein bisschen reacten ist eigentlich immer eine sehr entspannte Sache, kostet mir eigentlich keine Zeit und es macht gerade eigentlich Spaß, das anzugucken, weil es ist, also ich habe mir die ersten 3 bis 4 Minuten angeguckt und das ist ultra dumm, was wir uns jetzt angucken. Und zwar schauen wir uns das Video Mein Statement von Fat Comedy an. Der hat ja Oliver Pocher geschlagen, die meisten haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, viele haben gesagt, ey, Oliver Pocher hat das verdient, ist alles richtig gewesen. Man muss an der Stelle sagen, Fat Comedy hat sich mega feiern lassen, der wollte das so, ne? Also der wollte sich auch extra filmen lassen, der hat dann den Kameramann dazu geholt, dass er den praktisch da einen reinhaut, dann wurde das auf seinem Instagram-Account direkt publiziert und so weiter oder auf TikTok oder was weiß ich wo, und der hat sich dann von der ganzen Rap-Szene feiern lassen, von allen Musikern, von irgendwelchen Comedians und so weiter und hat sich da jetzt einen großen Namen gemacht und im gleichen Atemzug hat er jetzt gemerkt, Oliver Pocher hat ja auch was dagegen, dass man ihn schlägt und er möchte jetzt rechtlich dagegen vorgehen, Oliver Pocher, ist ganz klar, auch mit seinem Ohr, da hat er gesagt irgendwie, dass er irreparable Schäden am Ohr hat und deswegen Schmerzensgeld könnte das jetzt ja teuer werden für Fat Comedy. Und jetzt, nachdem das alles passiert ist und Fat Comedy am Anfang mega den Hype bekommen hat und Zuspruch bekommen hat, steht irgendwie gefühlt jetzt niemand mehr von seinen Musikfreunden hinter ihm und das hat er jetzt auch mitbekommen und auf einmal tut es ihm alles leid und er bereut die Tat und so weiter. Und wir werden uns das jetzt mal angucken, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich weiß nicht, irgendwie ist es auch lustig, aber auch traurig zugleich, ne, dass das alles so passiert ist. Naja, ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe ja schon mal ein Video dazu auf meinem Hauptkanal gemacht und mal schauen, was er jetzt alles hier so sagt. Rund um den Vorfall in der Westfalenhalle. Ich hoffe, ihr bleibt bis Ende und gebt mir die Chance, meine Stimme zu hören. Liebe Grüße. Wir sitzen in meiner Kanzlei. Mein Name ist Strafverteidiger Burkhard Benneken und ich vertrete Fat Comedy, der neben mir sitzt. Und es geht natürlich um einen vielbeachteten Vorfall, nämlich die Ohrfeige an Olli Pocher durch Fat Comedy in der Westfalenhalle vor einigen. Also allein schon der Fakt, dass jetzt der Anwalt von ihm oder der Strafverteidiger mit am Start ist, zeigt eigentlich, dass er jetzt ja nichts Negatives sagen kann. Da kann er jetzt nicht sagen, ey, ich bereue nichts, sondern er wird ja hier sozusagen wie gezwungen, dass er jetzt sagt, ey, es tut mir leid und ne, es war falsch und so, damit er halt möglichst wenig Strafe bekommt bei dem Urteil, was er dann später bekommt. Und ja, also eigentlich finde ich das tatsächlich ziemlich lustig, weil was will Fat Comedy jetzt hier sagen? Also das Video geht gefühlt nur vom Strafverteidiger aus, habe ich so das Gefühl, weil sonst würde der jetzt hier nicht im Video sitzen. Na, mal schauen, was jetzt hier so passiert. Guten Tag. Ja, und wir sind jetzt hier und ich glaube, du willst gleich zu Beginn schon mal eine Message loswerden. Ja, unbedingt. Was du überhaupt zu dem Vorfall jetzt sagst. Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass Gewalt niemals eine Lösung ist, dass ihr euch alle kein Beispiel dran nehmen solltet. Ich weiß, dass ich viele jüngere Zuschauer habe und an euch speziell bitte, ich habe genug andere Aktionen gebracht, wo ihr euch inspirieren lassen könnt, aber nicht an sowas. Gewalt ist niemals eine Lösung. Und ja, jetzt können wir gerne über alles anderes. Also Gewalt ist niemals eine Lösung, liebe Freunde. Das ist so lustig, weil an dem gleichen Tag, beziehungsweise nee, einen Tag danach, als er sich hat feiern lassen von allen Leuten, die ihm Zuspruch gegeben haben, hat er ein Instagram-Bild hochgeladen mit seiner Hand und Oliver Pocher drauf markiert, weil das fand er ganz lustig. Und er hat eine Instagram-Story gemacht, wo er gesagt hat, ey, ich bereue nichts, ich würde das jederzeit wieder tun bei sowas. Ne? Deswegen bin ich jetzt gespannt, was noch alles so kommt, ob es ihm noch mehr leid tut, weil ganz am Anfang, wo jeder hinter ihm stand, so jeder hat es gefeiert und er hat es auch gefeiert und er hat sich so gesagt, ey yo, also mich kann kein Oliver Pocher hops nehmen, so niemand kann mich hops nehmen und ja, ich persönlich werde auch immer wieder sowas tun, weil das war der richtige Schritt. Ich bin mal gespannt, ob er das jetzt immer noch so sieht. Ja, du stehst dazu und du sagst auch ganz klar, das tut dir heute leid. Ja. Ja. Sehr authentisches Ja. Also, du stehst dazu und es tut dir heute leid. Niemals. Er selber hat gesagt, er bereut es nicht und es tut ihm nicht leid. Jetzt auf einmal in diesem Statement-Video tut es ihm leid. Oh, 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 das ist natürlich ganz bitter. Das ist ganz, ganz belastend. Beschreib mir nochmal den Vorgang. Du bist in der Westfalenhalle. Ja.
du wusstest gar nicht, dass Olli Pocher überhaupt da ist und plötzlich siehst du ihn. Was passiert dann genau? Also das war alles ganz spontan. Ich wurde von ein paar Kollegen abgeholt, die hatten auf einmal Karten für den Boxkampf und ich wusste wirklich nicht, dass der Oliver Pocher da sein wird. Ich habe ihn dann während dem Kampf, in der dritten oder vierten Runde war das, habe ich ihn spontan aus dem Blickwinkel gesehen. Und dann habe ich alles Revue passieren lassen, was so in der Vergangenheit passiert ist. Und ich hatte auch selber mein ganzes Leben lang mit Übergewicht zu kämpfen. Ich weiß an meinem eigenen Leib, dass sowas ganz ekelhaft ist, wenn man gemobbt wird, wenn Leute auf einen rumhacken aufgrund vom Aussehen, von keine Ahnung was. Und ich wollte einfach nur in dem Moment dem Olli zeigen, dass er nicht so unantastbar ist, wie er dachte. Und dass er mit seiner Art nicht so weit kommt. Ja. Ja, also ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Immer schon mal. Es ist in Medien so ein bisschen. Aber was ich übrigens ganz lustig finde, ist, dass er gemeint hat, ja, das war ganz spontan und dann habe ich alles Revue passieren lassen. Und er hat das so krass Revue passieren lassen, dass er aufgestanden ist, sein Kollege hat das mitgefilmt und ist aufgestanden und dann hat er ihm vor der Kamera eine geklatscht. Also das war eine extrem spontane Situation, die wahrscheinlich aus dem Affekt geschehen ist. So, es ist ja nicht offensichtlich gewesen, dass er gesagt hat oder dass er bestimmt gemeint hat zu dem Kameramann, ey, film das mit und dann hat er das ja selber direkt publiziert, direkt ins Internet gestellt, um sich damit feiern zu lassen. Also sehr spontane Aktion, ja, das kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Also ich möchte hier gar nicht hinter Oliver Pocher stehen, weil ich finde, Oliver Pocher ist einfach übelst die Cringe-Person, ich finde es eine übelste Witzfigur und ich kann ihn gar nicht ernst nehmen. Ich finde den im Internet scheiße, ich finde ihn überall scheiße, also wirklich, ich finde ihn einfach extrem dumm. Aber das, was Fat Comedy gemacht hat und wie er sich danach hat feiern lassen, ist mindestens mal genauso dumm. Also, wenn nicht sogar noch dümmer. Wobei Mobbing natürlich genauso wenig geht, ne? Stehe ich genauso wenig dahinter. Und deswegen, ich finde einfach beide Aktionen sehr, sehr bescheuert. Also einmal Oliver Pocher mit dem, wie er sich gibt und dann auch Fat Comedy, wie er sich jetzt hier gibt. Das finde ich auch genauso schlecht. Ein bisschen wahrgenommen worden war auch mein Eindruck zunächst, bevor ich dich kennengelernt habe als Mandanten und wir darüber gesprochen haben, dass das von langer Hand geplant war. Du sagst aber, das stimmt gar nicht, sondern zwischen dem Wahrnehmen von Olli Pocher und dieser Ohrfeige lagen ja nur ein paar Sekunden. Kannst du das nochmal schildern? Das ging alles ganz blitzschnell. Wie gesagt, ich habe ihn gesehen, ich habe alles Revue passieren lassen und dann habe ich mich von meinen Emotionen leiten lassen. Und habe noch den Kameramann beauftragt, mich dabei zu filmen. Das kannst du doch nicht. Also sorry, wenn der wirklich im Gericht davor steht und genau das zu dem Richter sagt und der Richter, der sieht, wie die ganze Tat gefilmt wurde und dass extra hinter ihm sein Kollege aufgestanden ist, um ihn dabei zu filmen, also da tut mir doch wirklich alles weh. Und er hat es ja direkt ins Internet gestellt. Also er wollte das ja so. Das war jetzt keine Aktion mit, oh Alter, der fuckt mich ab, ich hau den jetzt einen rein, sondern es war eine Aktion mit, oh, ich sehe Oliver Pocher, weißt du was, film mich mal, ich hau den jetzt einen rein und wir stellen das ins Internet. Das ist für mich nicht spontan, das ist für mich geplant. Dann habe ich auch nicht lange gefackelt, dann bin ich direkt auf ihn hin. Da waren überall Leute mit Kameras, siehst du, das hat mich auch in dem Moment wirklich nicht so interessiert. Ich bin auf ihn hin, habe mich von meinen Emotionen leiten lassen und habe ihm dann diese Ohrfeige gegeben. Ja, also kann ich nicht abkaufen, bin ich euch ehrlich. Kann ich beim besten Willen nicht abkaufen. Kann es sein, dass der aus Emotionen mitgehandelt hat? Kann ich mir vorstellen, weil Oliver Pocher ist ja jemand, der jetzt so Mobbing nicht ganz so sehr ernst nimmt und über die Stränge oftmals schlägt und wahrscheinlich dem einen oder anderen auch zu Unrecht sehr, sehr wehgetan hat und auch aufs Äußere geht und so einen Spaß, ne, was eigentlich nicht cool ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass deswegen Fat Comedy auch nicht unbedingt sehr positiv zu Oliver Pocher gestimmt ist. Also alles schön und gut. Aber es ist nicht aus Emotionen gehandelt, dass man sagt, ey, film mich mal dabei, wie ich den jetzt einen reinhau. Weil das ist für mich persönlich nicht aus Emotionen, sondern profitorientiert. Und zwar, ich lasse mich jetzt feiern im Internet, dass ich dem endlich eine verpasst habe, weil das musste irgendwann mal passieren. So wirkt das auf jeden Fall. Wie lange schätzt du den Zeitraum? Du siehst Olli Pocher und dann gibt es die Ohrfeige? 5 bis 10 Sekunden. Das ging alles ganz schnell. Das hat sich alles ganz schnell bei mir hochgefahren. Und es gab auch keine vorherige Planung, du hast niemanden beauftragt, irgendwas zu filmen, was ja jetzt auch in den Medien erstmal so rübergebracht wurde. Das stimmt also in der Form gar nicht. Ne? Das stimmt in keinster Weise. Ich habe keinen beauftragt, weder ich wurde beauftragt, das zu machen, noch habe ich jemanden beauftragt. Es war alles sehr, sehr spontan. Olli,
Auf jeden Fall. Ja gut, wenn es so ist, dann will ich ihm das jetzt einfach mal so glauben. Ne? Ich war ja nicht mit dabei, ich kann ja jetzt nicht sagen, es war auf jeden Fall so. Es wirkt aber so, dass er einen Kameramann beauftragt hat, das zu filmen. Und dann hat er es ja selber ins Netz gestellt. Also das ist halt komisch, so, weil warum sollte man das sonst so direkt mitfilmen? Oder wenn der Kameramann ja noch gar nicht weiß, was jetzt passiert, warum sollte der filmen? Also es macht ja gar keinen Sinn. Es muss ja irgendwie abgesprochen worden sein mit, ey, ich gehe zu Oliver Pocher hin und klatsch den eine. Weil sonst hätte der Kameramann ja sich nicht gedacht, ey, ich filme jetzt die Aktion. Weil warum soll ich ein Gespräch zwischen Oliver Pocher und Fat Comedy filmen? Macht keinen Sinn. Also das ist halt so. Ich denke, es ist mein Empfinden, das ist schon ziemlich, es wirkt zumindest gelogen. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal so, es wirkt sehr, sehr komisch. Steht ja auch ein bisschen dafür, dass er andere durchaus hart angeht. Einige würden auch sagen, runterputzt. Ja? Mhm. Das Stichwort Mobbing ist ja eben mal gefallen. Was ist das konkret, was bei dir jetzt auch Emotionen ausgelöst hat durch Olli Pocher? Meine Emotionen wurden ausgelöst durch viele Sachen, durch Mobbing. Stichwort Mobbing. Also Mobbing ist was ganz, ganz Schlimmes. Haben wir ja gesehen bei der Kasia Lehnhardt, die sich das Leben genommen hat aufgrund von Mobbing. Mobbing sollte auf jeden Fall härter bestraft werden hier in Deutschland, ist meine Meinung, weil es gibt Menschen, die leiden wirklich sehr stark darunter. Und ich bin mir sicher, dass das Mobbing, beziehungsweise mit der Psyche von manchen Menschen zu spielen, oder die runterzumachen vor so einer großen Bühne, mit so einer mit den Medien im Rücken, die Menschen so runterzumachen, das ist unter aller Würde. Und deshalb habe ich das gemacht, um denen einfach nur zu zeigen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht war das nicht richtig. Ich hätte vielleicht, also mit meinem jetzigen Stand hätte ich das auf jeden Fall anders gemacht. Ich hätte den Christoph Daum gebeten zu rutschen, dann hätte ich mich daneben gesetzt und hätte das verbal mit dem geklärt. Aber wie gesagt, ich habe mich in dem Moment einfach von meinen Emotionen leiten lassen und habe dann so reagiert. Ja, es ist sehr ernst zu nehmen, dass er das auf jeden Fall ernst meint. ja, nach seinem jetzigen Stand, ja, weil er jetzt gerade niemanden mehr hinter seinem Rücken hat, der ihm jetzt übelste Props gibt und von dem er jetzt profitieren könnte oder so. Ich meine, er hat sich jetzt einen Namen gemacht, so ist ja auch schön. Vielleicht hat er jetzt auch Kontakte und es ist im Hintergrund immer noch irgendwas am Laufen. Aber es wirkt mir so, als müsste er das sagen, dass es für ihn strafmildernd dass es weniger Strafe gibt, ja, vom Richter dann später. So wirkt das für mich persönlich, weil als der die nächsten Tage nach seiner Aktion sich hat feiern lassen für die Aktion, wirkt es jetzt nicht so, als würde er das Ganze bereuen und als wäre ein Gespräch sinnvoller. Ne? Er hat ja selber gesagt, manchmal muss man Taten sprechen lassen. Und es wirkt mir so, als würde er jetzt hier nur zurückrudern, um halt eventuell ein geringeres Strafmaß zu bekommen. Also so mein Empfinden, ja. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Es ist auch das Stichwort Rapper jetzt in den Medien gefallen. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte? Ja, also die Medien haben mich alle als Rapper bezeichnet. Und ich weiß bis heute nicht warum. Also ich bin weder Rapper noch arbeitslos. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich ist das einfach dieses klassische Schubladendenken. Vielleicht das südländische Aussehen, ein bisschen Relevanz in Social Media, dann einfach in die Schublade. Du bist Rapper. So kann ich mir das erklären. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir beide hatten darüber ausführlich gesprochen, bevor wir dieses Video aufgenommen haben, dass so ein Video natürlich jetzt kursieren wird, dass es auch in dem Strafverfahren eine Rolle spielen kann. Es kann sogar in einem Gerichtssaal später mal als Beweismittel eingeführt werden. Das ist dir aber wichtig von Anfang an jetzt, und das begrüße auch ich, ne, hier klarzustellen, du stehst dazu, du zeigst jetzt Einsicht und möchtest halt eben auch insbesondere die Leute draußen darüber aufklären, wie es wirklich war. Ja. Das ist dir ein Anliegen, ne? Genau. Wie waren die... Das ist auch gar nicht abgesprochen mit dem Anwalt oder so, dass genau dieses Video in der Form erscheinen wird. Das hat sich jetzt für Comedy so ausgedacht. Der hat sich jetzt gedacht, ey, es tut mir wirklich leid, ich habe da einen großen Fehler gemacht. Ja, ich zeige gerade riesige Einsicht. Also wirkte jetzt die Woche danach halt gar nicht so,
Aber jetzt, wo es halt wirklich Konsequenzen gibt und sein TikTok-Kanal sogar gebannt wurde oder gesperrt wurde mit 1,5 Millionen Followern, jetzt auf einmal tut es ihm leid und er steht auch wirklich dahinter. Also wirklich. Reaktionen, die dir gegenüber so gekommen sind von Followern von dir, von Leuten, die du getroffen hast, die von dem Vorfall gehört haben? Also die Reaktionen waren gemischt. Es gab Leute, die das befürwortet haben, aber natürlich gab es auch Leute, die absolut dagegen sind, was ich jetzt natürlich auch verstehe. Weil Gewalt ist wirklich niemals eine Lösung, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Und ja, die Reaktionen waren auf jeden Fall gemischt, gab es so und so. Jetzt hast du mich als Strafverteidiger gewählt, da mag der ein oder andere vielleicht zunächst stutzen, weil ich ja auch jemand bin, der ganz klar immer seine Meinung in der Öffentlichkeit sagt. Und ich bin auch ein Freund davon, einen neuen Straftatbestand einzuführen für Happy Slapping. Mhm. Und du hast gesagt, genau dieses Interview hast du mit mir gesehen und das hat dich dazu gebracht, auch zu mir zu kommen. Kannst ja, du das genau, mal schildern? Genau, ich hatte dein Interview gesehen, ich glaube bei RTL Exklusiv alles. Da hatte ich deine kurze Rede gehört und ich wollte dir einfach mal meine Sicht zeigen. Und dass das dann so harmoniert, das hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, jetzt bist du mein Verteidiger. Für viele wahrscheinlich erstaunlich, aber ich finde, wenn man so offen darüber spricht, ja, auch für mich muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich mit dir Details des Falles durchgegangen bin, stellt er sich für mich auch noch anders dar, als ursprünglich, als ich nur dieses Video kannte und die mediale Berichterstattung. Das sah für mich auf den ersten Blick auch geplant aus und deshalb finde ich es auch wichtig, das zum jetzigen Zeitpunkt schon mal für die Öffentlichkeit klarzustellen, ja, dass es so, wie es rüberkam, in der Form gar nicht war. 100%. Also wie gesagt. Ja. Es ist auch nicht so, dass Fat Comedy einen Strafverteidiger oder so vielleicht ein anderes, also ein bisschen abgewandelte Story erzählt. Es ist auf jeden Fall alles wahr, was hier gesagt wird. Und ich finde es gut auf jeden Fall, dass er sich jetzt hier einsichtig zeigt und dass er jetzt hier die komplette Wahrheit erzählt. Und auch niemandem etwas vormacht oder so. Das ist wirklich, da bin ich auch dankbar, dass Fat Comedy da wirklich hier hinter seinen Worten steht, finde ich wirklich toll. Und das auch dem Anwalt zu erzählen. Wie gesagt, es war weder geplant, noch hat mich jemand geschickt, nochmal um das klarzustellen. Ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen, ich habe den Herrn gesehen und das ging dann alles blitzschnell. Ich habe alles Revue passieren lassen, alles ist innerlich hochgekommen. Ich bin förmlich dann, wie soll ich sagen, ich bin direkt auf ihn hin, habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Möglicherweise treffen wir in dem Strafverfahren auf Olli Pocher persönlich, ja, zu irgendeiner Stelle, das ist durchaus denkbar, spätestens im Gerichtssaal unter Umständen. Wenn du Olli Pocher begegnest, mit deiner jetzigen Reflexion, mit deiner jetzigen Einsicht und Reue, wie würdest du ihm begegnen? Was würdest du ihm sagen? Ich würde ihm sagen, dass das von meiner Seite aus nicht richtig war, aber ich würde ihm auch sagen, dass was er macht, auch nicht richtig ist, weil Menschen so runterzumachen oder mit der Psyche von den Menschen zu spielen. Ich glaube, das übt sich manchmal schlimmer auf den Menschen aus als eine Ohrfeige. Das kann ich also wirklich nur unterstreichen, ja, dass viele Menschen... Ist richtig, was er hier sagt, by the way. Das ist wirklich, da muss ich an der Stelle sagen, das ist richtig. Ja, unabhängig davon, dass ich jetzt einige Aussagen von ihm nicht wirklich gut ernst nehmen kann, aber die Aussage ist richtig. Natürlich, psychische Sachen sind oftmals deutlich schlimmer, als wenn es jetzt mal um körperliche Sachen geht. Wenn man jetzt wirklich, also sollte Oliver Pocher jetzt wirklich irgendwelche Hörschäden haben, dann trägt er halt den Schaden davon, die auch noch weit in sich vorausgeht, was jetzt auch nicht sehr gut ist. Aber ja, so Mobbing und alles, was mit der Psyche zu tun hat, ist teilweise deutlich, deutlich schlimmer als eine Schramme oder so, die halt wieder heilt. Ne, also da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Nach wie vor die psychischen Folgen. Es muss gar nicht unbedingt Mobbing sein, aber auch von gewissen Äußerungen, die einfach so in der Öffentlichkeit getätigt werden, auch wenn das teilweise als Comedy dargestellt wird, dass die unterschätzt werden und dass das oft viel mehr macht, als wenn man, sag ich mal, in Anführungszeichen mal einen mitbekommt, körperlich. Ja. Die psychischen Folgen, und das finde ich auch wichtig in unserem Verfahren zu betonen, die darf man nicht unterschätzen. Ja, ich meine, man kann ja seine Witze machen, ist ja alles schön und gut, ich liebe es ja selber, Menschen zu unterhalten, aber warum denn auf Kosten von anderen Menschen? Und die dann so fertig zu machen, dass die so verzweifelt sind und förmlich um Hilfe schreien. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Man kann ja Witze machen, man kann ja auch so lustig sein. Ich liebe es ja selber zu lachen. Lachen ist das Schönste auf der Welt. Aber warum auf Kosten anderer? Im Gerichtssaal hat der Angeklagte das letzte Wort. Das gebe ich dir jetzt mal. Deine finale Message in diesem Video. Meine finale Message ist auf jeden Fall, Freunde,
Gewalt ist keine Lösung. Mobbing sollte härter bestraft werden in Deutschland, ist meine Meinung. Wir haben ja alle gesehen, wozu Mobbing hinführen kann. Ich lese täglich in den Nachrichten, dass Leute sich das Leben nehmen aufgrund von Mobbing. Kasia Lehnhardt ist ein gutes Beispiel. Ja, Freunde. Ich hoffe, dass ihr das alles jetzt so ein bisschen, auch aus meiner Sicht, ein bisschen sehen könnt. Und dass das alles, wie soll ich sagen, dass da alles ein bisschen mehr Hintergrund, dass da ein bisschen mehr Hintergrund drinsteckt, als die Leute bis jetzt dachten. Weil ich gehe nicht einfach irgendwo hin und aufhänge jemanden ohne Grund. Ich habe jahrelang an meinem eigenen Leib gespürt, wie das ist, gemobbt zu werden. Und ich bin absolut gegen sowas. Ja, aber das Komische ist jetzt an der Stelle, also was ich jetzt nicht verstehe, Oliver Pocher hat noch nie über Fat Comedy irgendwas gesagt und hat auch nie Fat Comedy angegriffen oder so, auch gemobbt oder sowas, wo man jetzt sagen könnte, ey, Fat Comedy fühlt sich jetzt gerade getriggert und dann haut er den eine rein, sondern er ist halt einfach hingegangen, hat den einen reingehauen, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja trotzdem nochmal eine komische Sache. Und ja, also ich sag dann zum Schluss nochmal, wenn wir das Video angeschaut haben, sage ich nochmal kurz was dazu, wie ich das empfinde und wie ich so denke. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz spannend, ja. So viel von uns beiden zu dem Vorfall. Und ich denke, das ist wichtig, das jetzt mal klarzustellen, bevor da weiter wild spekuliert wird. Und ich finde es echt anerkennenswert, dass du so zu der Tat stehst, so viel Einsicht zeigst und natürlich auch eine entsprechende Warnung aussprichst, weil ich finde, damit kannst du jetzt auch im Nachhinein wirklich einiges Gutes bewirken. Natürlich, und ich werde auch dafür gerade stehen. Ich meine, ich habe das gemacht, ich stehe dazu, ich kann es nicht rückgängig machen. Er steht sogar so gerade, dass er eine GoFundMe-Kampagne erstellt hat, also eine Spendenaktion erstellt hat, im Wert von 500.000 Euro, die man ihnen spenden soll für die Strafverteidigung, für die Gerichtsprozesskosten. So soll ich mir vorstellen. Also ich werde dafür gerade stehen. Ich bin mein eigener Mann. Das hat er wirklich so auf Instagram geschrieben. Ich bin mein eigener Mann und werde dafür gerade stehen. Ich glaube, eine Stunde später hat er dann so eine GoFundMe-Kampagne erstellt, was nicht rechtens ist. Also das ist illegal übrigens, eine Webseite zu erstellen, beziehungsweise so eine Kampagne zu erstellen, so eine Spendenaufruf zu erstellen, um dann Kosten für den Prozess einzusammeln, ja, also Geld einzusammeln von Zuschauern, die dann einfach so diese Prozesskosten übernehmen sollen. Deswegen wurde das auch wieder eingestellt, die Leute haben ihr Geld zurückbekommen, aber er steht auf jeden Fall gerade und er ist sein eigener Mann, das ist ganz, ganz wichtig, müssen wir uns auch nochmal an der Stelle festhalten. Alles in Kauf, was mich jetzt erwartet. Ja. Danke auch für deine Offenheit. Ich hab zu danken. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Er hat die Bewertungen ausgestellt, er hat die Kommentare ausgestellt. Das ist sein erstes Video gewesen, 2500 Abonnenten, 100.000 Aufrufe. Also das ist schon sehr, sehr krass. Aber ich muss an der Stelle sagen, das ist so, also das ist jetzt mein Empfinden, was ich erzähle. Ne? Das ist jetzt kein Fakt. Ich finde persönlich, das ist so das geheuchelste Statement, was man hätte rausbringen können, weil man merkt einfach, zumindest ist das halt, wie gesagt, so die persönliche Ansicht, man merkt einfach, dass dieses Video gedreht wurde, um halt dann vor Gericht sozusagen nochmal zu glänzen und zu zeigen, ey, hier, der hat ja wirklich Reue bewiesen, er hat sogar im Internet sich gerade gemacht dafür und ey, was wollt ihr denn jetzt ihm noch so großartig anhaben? Ne, also dann sollen halt die Kosten soll er von dem Anwalt von Oliver Pocher und sowas übernehmen und dann war es das einfach, aber mehr nicht. Und ja, also ich habe das Gefühl, das wurde extra mit dem Strafverteidiger so abgesprochen, dass er nur gewisse Dinge sagen darf und hätte er sich jetzt verplappert oder so, hätte er es rausschneiden müssen oder hätte es nochmal neu aufgenommen. Hauptsache, man kommt hier möglichst positiv von weg. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich persönlich sehe das eher als ein sehr unglückliches Video. Ich finde das Statement nicht unbedingt gut. Keine Ahnung, wie die Kommentare jetzt hier gewesen wären. Aber ich selber empfinde dieses Video als etwas heuchlerisch. Ja, schreibt mir gerne mal rein, wie ihr das so seht, weil bei mir sind die Kommentare aktiviert. Also würde mich mal riesig freuen. Und ja, teilt mir gerne eure Meinung mit. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und macht's gut. Stänchen ans Wänchen, euer Alpha Kevin und ciao.